mit Online-Produkten Geld verdienen, ist der Trend etwa schon vorbei? Ob du jetzt ein Online-Business aufbauen solltest oder ob das jetzt schon zu spät ist, erfährst du hier im Video. Ein Online-Business gibt es eigentlich schon seit über 13 Jahren in Deutschland. Doch vielleicht hast du bisher noch all deine Pferde immer offline gehabt, hast dein Business offline aufgebaut und dann kam die Pandemie. Und jetzt hast du vielleicht schon versäumt, diesen Trend aufzuspringen. Und vielleicht liegt es dir auch gar nicht so, online sichtbar zu werden oder im Social Media dich zeigen zu wollen. Denn Coaches und Therapeuten gibt es wie Sand am Meer und damit kann man die Elbe zuschütten, wie man in Hamburg so sagt. Die Konkurrenz ist groß und wahrscheinlich ist sie dir schon meilenweit voraus. Doch wie könntest du jetzt starten, wenn du dich jetzt fragst, wow, wie soll ich jetzt anfangen, sichtbar zu werden? Muss ich dafür TikTok haben? Muss ich dafür vor die Kamera überhaupt treten? Wie soll ich in diesem riesigen Pool von Coaches und Therapeuten überhaupt sichtbar werden für meine Kunden, die ich doch so gerne haben möchte? Und vielleicht möchtest du auch nicht aufgesetzt wirken und nicht laut schreien mit viel Chaka-Chaka. Du möchtest authentisch sichtbar sein, authentisch deine Marke aufbauen, so wie du es offline auch getan hast. Das verstehe ich total gut und das musst du auch nicht. Denn auch für eine ganzheitliche, eine empathische Person gibt es das Marketing auf dich zugeschnitten. Dafür musst du dich nicht verstellen und musst keine Angst haben, hier im Marketing-Dschungel verloren zu gehen. Denn es gibt immer einen Ausweg. Wenn du dich zeigst, wenn du deine Sichtbarkeit findest, das kann ein Podcast sein, das kann über Pinterest sein, also nur hübsche Motive, deine Art, Videos zu machen, deine Art, live zu gehen, die kann ganz neu sein und die kannst du hier und jetzt entwickeln. Und wenn du Angst hast, dass alles so englisch ist und Gott, diese ganzen Begriffe Landing Page und Leads und so weiter, auch dafür gibt es eine Lösung. Denn erinnere dich doch an das, was du der Welt geben möchtest. Das ist deine Kunden finden und deine Lösung an sie bringen. Dein Heiler-Business, das, was du als Berufung mitbringst, nach draußen bringen. Und das wird auch eine Sprache haben, die für dich passt und eine Form haben, die für dich passt. Der Trend ist noch lange nicht vorbei und der Trend beginnt vielleicht auch gerade erst jetzt. Denn die Digitalisierung hat durch diese letzten 2 Jahre gerade erst begonnen. Vor ein paar Jahren hat Angela Merkel noch gesagt, das Internet wäre Neuland. Also stell dir vor, du betrittst jetzt gerade das Neuland und beginnst heute dich zu zeigen. Deine Minikurse können übermorgen fertig sein. Deine Online-Kurse vielleicht schon nächste Woche. Und dein Coaching-Paket könntest du vielleicht schon übernächste Woche verkaufen. Ich bin mir sicher, auch du kannst dein Online-Business starten, wenn du dich nur traust. Und es ist nur die Frage, inwieweit steht dir das Wasser schon bis zum Hals, dass du sagst, du musst online gehen. Du musst jetzt ein Online-Business starten und du musst jetzt mit Info- oder Online-Produkten Geld verdienen. Ich habe mir 10 Jahre lang dieses Wissen aufgebaut und gerne begleite ich dich dabei von deiner Berufung bis zum profitablen Online-Business. Es ist nicht schwer und du musst dich dafür nicht verstellen. Du kannst ganz genauso sein, wie du jetzt bist. Und ich bin mir sicher, wir finden deine Form, die strahlend nach draußen scheint und wie dein leuchtender Funnel, also der Verkaufstrichter für deine Kunden, sichtbar wird. Melde dich jetzt zum Klarheitsgespräch an und verpasse den Trend nicht mehr. Die nächsten Jahre werden entscheidend sein und du kannst vielleicht sogar Marktführer in deinem Bereich sein, der absolute Newcomer, der jetzt erst loslegt. Worauf wartest du noch? Melde dich jetzt zum Gespräch. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.